So, das ist jetzt meine erste Rückmeldung hier von der Contra. Was kann ich euch kurz erzählen? Ich muss mal in die Kamera gucken. Entschuldigung. Erste Sache, die ich bei Contra mitgenommen habe: Authentizität ist super wichtig. Wie gerade raus, wie offen und ehrlich sind Online-Marketer mit ihrer Zielgruppe? Früher habe ich immer so gedacht, boah, ob die nicht alle faken mit ihren Zahlen? Und da ist mir auf der Contra jetzt aufgefallen, keiner faket mit seinen Zahlen. Wenn Sai Chiripo sagt, er verdient mit 2.500 Euro 160.000 Euro in Ads am Ende, das verschönt keiner. Ich habe auch nachgerechnet, wenn zum Beispiel Dirk Kräuter sagt, er hat, sag ich mal, im achtstelligen Bereich verdient die Geld, dann fange ich an zu rechnen, funktioniert das? Ist das nicht doch größer als die amerikanischen Online-Marketer? Und irgendwann habe ich dann gemerkt, in dieser Branche, da faked gar keiner, die sind alle so, dass sie, die können gar nicht lügen. Schon wenn die so zu zweit sind, ja. Und der eine erzählt die Zahlen und der andere erzählt die Zahlen, da würden so viel Ungereimtheiten entstehen und die gibt es gar nicht in der Branche. Das ist mir mal so aufgefallen, weil ich immer gedacht habe, ich bin mit dem Vorbehalt zur Kontra gegangen, so viele machen ihre Zahlen einfach, faken die sonst wie hin. Gut, das habe ich gemerkt, dass viele einfach so authentisch sind, völlig offen mit ihren Einnahmen umgehen. Und früher hat zum Beispiel Jonas immer zu mir gesagt, ja, der Christel ist, wenn der sich da zum Beispiel so ein Lamborghini hinstellt, so, den kann er von seinem Opa haben, sonst wie was. Aber ich muss euch was sagen, ey. Als wir von der Contra weggefahren sind, haben wir gesagt, die sind alle genau so. Und deswegen war es umso geiler, zum Beispiel mit Clicktip-Mitarbeitern, mit dem Mike, schöne Grüße an Mike. Ich fand es mega geil, mit dir bis, sag ich mal, 2 Uhr vorm Hotel zu hocken. Oder auch mit anderen habe ich bis um 6 Uhr morgens vorm Hotel gehockt und, sage ich mal, Whisky und Bier getrunken. Ja, sollte man nicht mischen, glaubt mir das. Ich bin trotzdem, und ich hätte gesagt, niemals, Malte, Alter, du kannst voll auspennen. Ich bin trotzdem um 10 Uhr morgens wieder bei der Contra gewesen, als die ersten Talks wieder angefangen haben, weil ich mich so krass motivieren lassen wollte. Ja, und ich war mega überrascht. Und das ist das erste Video, das ich jetzt über die Contra mache. Und hier wollte ich es auf jeden Fall nochmal sagen. Das war mir echt so am wichtigsten, weil ich diese Erfahrung einfach so krass mitgenommen habe. Mich haben da so viele Sachen inspiriert. Ich werde noch ein Video drüber machen, über ja, was ich für Eindrücke auch von den Unternehmen habe. Wie zum Beispiel auch Clicktip, die da waren, wo ich merke, ja, Clicktip, Digistore, das sind so die heftigsten Unternehmen auf diesem Markt. Die musst du kennen. Wenn du Online-Marketing machst oder irgendwie Marketing für ein Unternehmen, wenn du diese Tools nicht kennst, ja, ist es doof. Und ich fand halt echt bei Contra, ich habe da so krasse Leute getroffen, die zum Teil gerade erst angefangen haben und, sage ich mal, sogar noch ein Level vom Marketing her tiefer spielen als wir, aber wo ich sage, boah, was hattet ihr für Erfolge? Das ist tausendmal krasser noch als das, was wir eigentlich gemacht haben. Und andererseits habe ich dann aber gemerkt, bestimmt so 20, 30 Leute kam auf der Contra und haben gesagt, Malte, ey, wir kennen dich, du, wir haben nach deinen Projekten angefangen, was zu bauen, eine Website und ey, wir sind dir so dankbar. Und da muss ich halt echt sagen, geil, geil. Und wir sind in der Community und haben es gar nicht gemerkt. Das fand ich halt so krass. Wir sind in der Community angekommen, Jonas und ich mit unserem Stolz und wir haben es gar nicht so richtig gemerkt. Und ich glaube, es geht auch vielen Online-Marketern so, dass die einfach in dieser Community drin sind, die ihre Produkte gegenseitig promoten, die verstanden haben, dass man zusammen wachsen muss einfach. Und ja, ich fand es einfach super inspirierend, wenn du so merkst, so ey, zusammen kannst du einfach viel mehr schaffen, sagen auch viele. Und ja, kann ich noch mal ein Fact möchte ich auf jeden Fall noch sagen hier, der Calvin Hollywood zum Beispiel mit Authentizität, der hat mich am meisten gepackt. Weil der sagt einfach die ganze Zeit frei raus, was er findet, was er meint. Ich kann mal hier für euch ein bisschen heller machen. Der sagt einfach die ganze Zeit, ey, ich würde dem Kunden nicht verkaufen, was er nicht braucht. Finde ich auch mega geil. Und solche Sachen eben. Und da ist mir aufgefallen, dass viele Online-Marketer aber genauso ticken. Die sagen, wir konzentrieren uns auf ein Produkt. Wir zeigen ja unseren Zuschauern, wie wir erfolgreich geworden sind. Und es funktioniert, wenn du es eins zu eins nachmachst. Und dann habe ich auch so überlegt und gesagt, ja, heftig. Jonas hat eins zu eins nachgemacht, mein YouTube, sage ich mal, das, was ich so gemacht habe, Websites vorbauen und so weiter. Er hat eins zu eins nachgemacht, was ich gemacht habe.
Er hat keine 3 Monate gebraucht und war damit selbstständig und hat nur sein Geld über YouTube verdient, beziehungsweise über Provision und über seinen Kurs bei Udemy. Und da habe ich gesagt, ja, okay, krass. Die Online-Marketer, die sagen, wenn du das tust, was ich tue, wirst du erfolgreich. Und da ist mir aufgefallen, ja, stimmt, stimmt hundertprozentig. Und dann ist es auch überhaupt nicht dreist oder blöd, wenn du da halt Geld für nimmst als Online-Marketer. Und wenn du vor allen Dingen richtig krass dran wachsen kannst und sogar noch mehr Dinge ausprobieren kannst und so. Genau. Also, das ist mir aufgefallen. Online-Marketer sind extrem authentisch, sind wirklich auch ziemlich ehrlich, ganz oft. Ganz ehrlich, es ist mir auch manchmal so aufgefallen, es kann gar nicht so viele Quacksalber geben, die da draußen sind und sich alle eins in der Tasche lügen und so in ihren Webinaren und so weiter. Es stimmt einfach. Ich meine, der Online-Marketing, dann bin ich aber auch gleich am Ende, nicht, dass das hier viel zu lang wird. Der Markt, was so Online-Business angeht, der ist ja auch riesengroß. Das ist ja auch ein Milliardenmarkt. Natürlich können sich ganz viele davon eine Scheibe abschneiden. Und ich finde, das ist auch voll wichtig für euch zu wissen, so, dass es da einfach super viel Potenzial ist. Egal, was ihr macht. Psychologie, Coaching. Coaching ist natürlich ein krasser Markt. So. Aber solltest du nicht vielleicht Coach werden in dem Bereich, was du gerade tust? Gibt es da nicht Mangel? Wenn du ein Malermeister bist, dann vergleich RAL-Farben. Was weiß ich nicht was. Und zeig, wie man die mischt. Mach da ein Coaching, ja. Jo, und wenn ihr, sage ich mal, sagt, ey, ich kenne auch einen Online-Marketer, der ist authentisch, oder Malte, was hältst du von dem, oder was, sage ich mal, ja, hast du den und den getroffen, dann kommentiert auf jeden Fall mal hier unten. Wenn ihr beispielsweise sagt, ja, hier, das hat mich schon immer mal interessiert, mit den Online-Marketern, ob das alles so stimmt, lasst es gerne diskutieren, auch wenn du sagst, Malte, ey, die haben sie jetzt eine Gehirnwäsche gegeben, so, ne? Könnt ihr auch ruhig drunter schreiben, habe ich kein Problem mit. Ich glaube aber, der Moment, in dem du das erste Mal ein Produkt verkaufst und halt siehst, wie heftig so Conversion Rates zum Beispiel bei Newslettern sind, wie geil Evergreen-Kampagnen funktionieren und wie krass auch Time-Constraint, also Zeitverknappung, wie geil das funktioniert. Wer das erste Mal erlebt hat, der wird halt wirklich sagen, ja, okay, wenn du diese Techniken machst, gerade noch mit einer PPC-Kampagne davor, der wird auf jeden Fall erfolgreich sein. So. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, was ich als erstes hier für euch von der Kontra mitgebracht habe. Ich freue mich super über jeden Daumen hier hoch. Wenn es euch gar nicht gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen runter. Und ansonsten freue ich mich drauf, dass ich bald mal wieder ein Video für euch machen kann. Ich war ja gestern 6 Stunden oder so dabei, meine Website-Piloten-Plattform zu fixen. Wer das mitbekommen hat, danke nochmal für die Unterstützung. Ich habe so viele E-Mails erhalten. Richtig geil. Und habe so viel Unterstützung bekommen. Okay, bis dann. Ich freue mich auf euch.